Willkommen zurück bei TV Bayern Live. Die politische Partizipation von Frauen ist in den letzten drei Jahrzehnten stark angestiegen. Frauen nehmen ihr Wahlrecht häufiger in Anspruch als Männer. Sie sind mittlerweile in fast allen politischen Vertretungsgremien zu finden und sie nehmen Politik als Karriereberuf wahr. Die Gleichberechtigung von Männern und Frauen ist scheinbar angekommen. Seit Anfang Mai existiert das Gesetz über die Frauenquoten in Führungsgremien. Dadurch soll nach knapp drei Jahrzehnten der Frauenanteil in Entscheiderpositionen erhöht werden. Was die Wirtschaft nun gesetzlich lernen muss, ist in der Politik schon angekommen, meint man. Sieht man zum Beispiel in den Bundestag oder unseren Bayerischen Landtag, so liegt der Frauenanteil bei etwa einem Drittel. Allein auf kommunaler Ebene in Bayern reicht es gerade einmal zu 8%. Insgesamt ist es mit Baden-Württemberg eher wirklich am Ende der 16 Bundesländer. Die Stadtstaaten sind traditionell besser, was die Frauenanteile in den Parlamenten betrifft. Städte wie Hamburg, Berlin, Frankfurt, auch mit einem sehr urbanes Umfeld, da haben wir zum Teil schon über 40%. Es gibt so eine Faustregel, die gilt für ganz Deutschland. Je kleiner die Kommune und je ländlicher die Region, desto weniger Frauen haben wir. Die wenigen Bürgermeisterinnen in Bayern wollen nun gemeinsam dafür werben und dafür kämpfen, dass in Zukunft mehr Frauen derartige kommunale Spitzenämter anstreben. Deshalb trafen sich im Landtag mehrere Dutzend Bürgermeisterinnen, um über die Möglichkeiten zu diskutieren, den Job auch für Frauen attraktiv zu machen. Ich denke, das Wichtigste ist die Vorbildfunktion. Ich denke, die Frauen, die es geschafft haben, sozusagen, die in den Ämtern sind, die müssen den Frauen, die eben überlegen zu kandidieren, einfach ein Vorbild sein und zeigen, wir sind jetzt keine Frauen, die nur Beruf haben, wir sind Frauen, die Familien haben, die, also keine Exoten, wir haben auch keine 7 Hochschulstudien im Gepäck, sondern ganz normale Ausbildungen. Und man kann das sich wirklich zutrauen, das Amt, also das sehe ich als wichtigste Voraussetzung. Wir glauben, dass wir in Bayern sehr, sehr viele Themen bewältigen, von Demografie, Familienpolitik, Bildungspolitik, wo wir schon einfach sehen, dass wenn wir einen Wähleranteil bei den Frauen haben, über 50%, und dann nur so wenig Gratis-Chefinnen, dass wir einfach hier etwas tun müssen, um jungen Frauen auch das Selbstbewusstsein zu geben, diese Position anzustreben. Auf der Impulskonferenz Frauen führen Kommunen wurde deutlich, dass die Arbeitszeit viele Frauen abschrecke. Denn oft seien es 70 oder 80 Stunden pro Woche. Da werde besonders die Kinderbetreuung wieder zum Gesprächsthema. Wenn Sie Familie haben, dann wollen Sie, dass Ihre Kinder gut untergebracht, gut betreut werden. Wir sind da auf einem ganz guten Weg, aber da gibt es sicher noch viel zu tun. Ich glaube, dass Frauen mehr Vorbehalte haben, sich zur Wahl zu stellen als Männer. Wenn ich heute einen Mann, der gut vernetzt ist, fragen würde, willst du Bürgermeister werden, dann geht diese Entscheidung höchstwahrscheinlich in 24 Stunden, maximal einer Woche. Wenn ich eine Frau frage, wollen Sie Bürgermeisterin werden, dann gehe ich davon aus, dass sie mit ihrer Familie spricht, dass sie mit vielen Freunden spricht. Also ein Entscheidungsprozess von 2 Monaten ist da völlig in der Regel. Borst schlug deshalb vor, auch über Modelle nachzudenken, wonach mehrere Personen sich einen Bürgermeisterposten teilen könnten. Sie räumte aber ein, dass das rechtlich schwierig sei. In einem aber herrschte Konsens. Ein intensives Vernetzen und gezieltes Anwerben junger Frauen an Schulen oder Universitäten ist förderlich für den Frauenanteil in der Kommunalpolitik. Ja, bei mir im Studio begrüße ich jetzt ganz herzlich die Präsidentin des Bayerischen Landtags, Frau Barbara Stamm. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Frau Stamm, warum sind Frauen die besseren Bürgermeisterinnen, wenn sie sich denn das Amt zutrauen und wenn sie denn zeitig entscheiden, dieses Amt auch anzunehmen? Nun gut, Männer können natürlich auch gute Bürgermeister sein, aber Frauen haben natürlich gerade auch für die Kommunalpolitik ein besonderes Geschick. Ich sage immer, die Kommunalpolitik ist ja das Herzstück der Politik und ich denke, dass da Frauen sicher nicht nur richtig, sondern sehr, sehr gut am Platze sind. Warum zeichnet oder was zeichnet genau die Frauen aus für diesen Job? Ja, die Flexibilität mit Sicherheit auch und dann auch am Ball bleiben und natürlich auch zu wissen, was ist denn wichtig in unserer Gesellschaft, um auch ja die Lebenslagen der Menschen auch wahrzunehmen. Das wird ja oft vermisst bei politischen Entscheidungen, wie so die persönlichen Bedürfnisse eben auch von Menschen sind, was eben auch wichtig ist, unsere Gesellschaft für die Zukunft zu gestalten. Sie sind ja mittlerweile eine Befürworterin der Frauenquote, waren aber lange Zeit dagegen oder haben sich dagegen ausgesprochen mit dem Argument, dass es Frauen aus eigener Kraft schaffen können. Was hat Sie zum Umdenken bewegt? Weil mir es einfach zu langsam geht. Und da sage ich dann, leider hat es nicht geklappt, wie du dir das ideal vorgestellt hast.
Und dann kann man das letztlich leider nur mit Quote besser gestalten. Wie hätte denn Ihr Ideal ausgesehen? Ja, dass Frauen eben überzeugen und von sich aus hier auch selbstverständlich im Übrigen auf allen Ebenen unserer Gesellschaft, auch im beruflichen Bereich. Wir werden ja dann auch gerne immer so in die Ecke Sozialpolitik. Ich meine, mein Metier ist es, aber Frauen sind in allen Bereichen einsetzbar, auch im beruflichen Bereich. Welche Vorteile hat man denn als Frau in der Politik? Ja, also ich kann da jetzt nicht groß unbedingt Vorteile erkennen. Also wenn ich so an meine eigenen Jahre zurückdenke, also das muss man sich schon hart erkämpfen. Es wird einem nichts geschenkt, aber ich glaube, das geht letztlich jedem so. Mit welchen Vorurteilen hatten Sie in den 46 Jahren, glaube ich, mittlerweile, die Sie bei der CSU sind, mit welchen Vorurteilen hatten Sie da am meisten zu kämpfen? Ja gut, wenn Sie eine Familienfrau sind und Kinder sind, also zu meiner Zeit damals war das sehr, sehr schwierig. Die soll doch mal zu Hause bleiben, soll sich um die Kinder kümmern. Also diese Vorbehalte, die da sind, das ist nicht unbedingt einfach. Aber Sie haben es trotzdem gemacht, haben sich durchgekämpft. Ihre Kinder mussten auch nicht drunter leiden. Im Gegenteil, Ihre Tochter ist ebenfalls sehr erfolgreich in der Politik. Macht Sie das stolz, dass Sie gemerkt haben, also ich bin meinen Weg gegangen und ich habe es geschafft? Auch eine Art Vorbildfunktion für andere Frauen? Also das habe ich immer so auch für mich gewollt. Und im Nachhinein bereue ich da auch nichts. Wenn ich gefragt werde, würden Sie noch mal, würde ich sagen, ja, mit all den Problemen und Schwierigkeiten, die man letztlich hatte. Wichtig ist, dass wir Frauen unter uns auch ein Netzwerk aufbauen. Wenn das nicht funktioniert, dann ist es von vornherein schon mal schwierig. Wir dürfen uns nicht immer auf andere verlassen, auf die Männer verlassen. Wir haben selbst auch die Möglichkeiten, miteinander gemeinsam zu gestalten. Sie sind ja die starke Stellvertreterin von Horst Seehofer. Werden Sie im November beim Parteitag als Vize noch mal kandidieren? Da sind wir momentan im Gespräch. Bayern könnte aber auch durchaus auch mal eine weibliche Ministerpräsidentin vertragen. Ja, es zeigt sich ja, dass wir mit einer Bundeskanzlerin nicht nur Erfolg, sondern einen großartigen Erfolg haben. Warum nicht? Würden Sie sich das zutrauen? Das ist für mich nicht mehr. Ich hätte es mir zugetraut, aber diese Frage stellt sich für mich nicht mehr. Sie sind ja seit 3 Jahren in Umfragen die beliebteste Politikerin im Freistaat. Das kann sich schnell ändern. Wieso kann sich das schnell ändern? Ja gut, das kann morgen wieder ganz anders sein. Aber Stand jetzt ist es so. Macht Sie das ein Stück weit auch stolz? Ja, ich gebe zu, das freut mich. Und man bedankt sich auch bei all denjenigen, die einen begleitet haben. Es wird ja nicht von sich alleine dann auch so aufgestellt. Ja, bin ich schon, gebe ich zu. Frau Barbara Stamm als Vorbildfunktion. Wenn jetzt jüngere Frauen am Fernseher sitzen und sagen, Mensch, toll, was diese Frau alles geschafft hat, trotz aller Vorurteile, trotz aller Steine, die ihnen in den Weg gelegt wurden. Was würden Sie sagen, welche Stärken oder Eigenschaften muss man als Frau mitbringen, um sich auch in der tatsächlich noch Männerwelt der Politik behaupten zu können? Also man braucht zunächst mal das Netzwerk. Und was Frauen auch unbedingt brauchen, das Selbstbewusstsein, ich kann das. Das ist nämlich oft auch eine Unsicherheit. Deswegen gewinnt man Männern auch sehr viel oft für politische Positionen, weil Frauen Bedenken haben, kann ich das? Ich habe das doch nicht gelernt. Also Männer gehen da ganz anders ran. Also der Mut, dass ich es kann, weil die Erfahrung bringt es ja auch mit sich. Und dann einfach zu sagen, ich bin da und ich möchte mich einsetzen. Und dann einfach mal loslegen. Einfach loslegen. Hatten Sie denn tatsächlich auch immer dieses Selbstvertrauen? Nein, das hatte ich nicht, weiß Gott nicht. Das muss man sich schon hart erarbeiten, weil dann immer wieder auch Unsicherheiten auftreten. Und die muss man dann einfach beiseite geben. Und die Unterstützung der Frauen untereinander, und es ist auch in dem Beitrag deutlicher geworden, je kleiner die Gemeinde, desto geringer ist der Anteil der Frauen, auch in den Kommunalparlamenten. Das stimmt. Das heißt, Frauen sind auf der Liste, aber sie werden dann letztlich von Frauen nicht gewählt. Also da fehlt einfach auch dieses Netzwerk. Es ist viel besser geworden, erfreulicherweise, aber dennoch, da müssen wir auch noch ein bisschen dran arbeiten. In Ihrer langen Zeit Ihrer politischen Karriere gab es natürlich auch den ein oder anderen Rückschlag. Wie haben Sie den verkraftet oder weggesteckt? Ja, es gab nur 2 Möglichkeiten, entweder aufzuhören und zu sagen, das war's, oder zu sagen, ich bin noch da. Aufstehen, weitermachen, Mund abputzen, weitermachen. Ne? Und das war dann letztlich immer mein Motto gewesen, ich stehe wieder auf, ich bin wieder da, ihr müsst wieder mit mir rechnen. Schön war auch Markus Söder, der Sie kürzlich beim Maibock-Anstich im Hofbräuhaus als Queen Mom der CSU bezeichnet hat. Nehmen Sie den Titel an? Ja gut, also ich brauche jetzt nicht unbedingt solche Titel, aber warum nicht? Frau Dr. Barbara Stamm, herzlichen Dank für den Besuch hier bei uns im Studio. Das muss ich sagen, ohne Doktor, ich weiß, bitte. Es hat sich aber so schön angehört, ich finde immer. Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Zeit und weiterhin wollen wir Sie so in der Politik sehen, wie wir Sie in den vergangenen Jahren gesehen haben. Herzlichen Dank. Dankeschön, vielen Dank.
Ja, Schulen in Deutschland, unser nächstes Thema. Die sollten mehr Wert auf die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen legen, zumindest nach Ansicht des Aktionsrats Bildung, einem Expertengremium der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Lehr- und Lernprozesse dürfen sich nicht nur auf die Vermittlung von Wissen beschränken, heißt es da in einem neuen Gutachten der Bildungsexperten.